Würfelbar schenkt dir ein Spiel ein. Hallo auch von mir, ich bin's Toni von Würfelbar bei Würfelbar. Danke fürs Einschalten. Fabian hat ja seine drei Knights schon vorgestellt. Ich bin jetzt dran, meine Custodes-Armee vorzustellen, die ich speziell aufgebaut habe, um gegen drei Knights zu kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache, denn ich habe noch nie gegen Knights gespielt und ich bin schon sehr, sehr gespannt und vielleicht auch so ein bisschen ängstlich, weil ich mir die Profilwerte der Knights angeschaut habe. Die Burschen haben wahnsinnig viele Lebenspunkte, können sehr gut schießen, sind im Nahkampf sehr gut und der einzige Nachteil ist, sind tatsächlich nur drei Modelle und ich muss irgendwie versuchen, mit meiner Armee diese drei Modelle über den Haufen zu ballern oder in dem Nahkampf zu zerlegen. Und was macht man als Custodes-Spieler? Pflichtauswahl, meiner Meinung nach, sind ein paar der Einheiten, die ich heute mit dabei habe. Sicherlich gibt es auch noch andere Listen. Ich habe aber lange überlegt, was ich machen werde und habe mich dafür entschieden. Was das ist? Es ist ein Patrol Detachment, auch wieder mal, weil mir eine HQ-Einheit reicht als Custodienspieler bei 1250 Punkten. Und ich habe mich in dem Fall entschieden, Shadowkeepers ins Feld zu führen, wem das nicht sagt. Es gibt das Ergänzungsbuch War of the Spiders. Hier gibt es zusätzlich zu dem tollen Custodian-Codex noch ein paar schöne Ergänzungen. Und zwar gibt es Unterorden der Custodians, ähnlich wie jetzt auch bei den Space Marines mit Ultramarines, White Scars etc. Jeder hat seinen eigenen Hintergrund. So jetzt auch bei den Custodians. Jeder kleine Chapter sozusagen hat seine eigenen Sonderregeln, hat seine eigenen Relics bekommen und seine eigenen besonderen Fertigkeiten für die HQ-Einheit. Und ich denke, Shadowkeepers ist hier schon mal ziemlich gut. Warum? Die haben ein spezielles Relic, das heißt Stasis Obliged. Ich habe drei oder vier Versuche gebraucht, bis ich das Ding überhaupt auswendig habe lernen können. Wem Stasis Obliged nicht sagt, so wie auch mir zuvor, das ist ein Relic, welches die gegnerischen Attacken eines Charaktermodells innerhalb von 3 Zoll um die Hälfte reduziert. Es wird zwar aufgerundet und das ist jetzt meiner Meinung nach eine der Relics, die ich jetzt vielleicht bei normalen Spielen gegen Space Marines oder andere Armeen nicht unbedingt verwenden würde, weil ob jetzt der Charaktermodell 5 Attacken hat oder 3 Attacken, macht jetzt keinen allzu großen Unterschied. Aber hier, speziell bei den Knights, die von Haus aus sehr, sehr viele Attacken haben und sowieso ja eigentlich nur im 2er, 3er oder vielleicht einmal 4er Pack durch die Gegend stürmen, kann das schon mal einen Unterschied machen zwischen Siegen oder auf dem Schlachtfeld elendig zerlegt zu werden. Und deswegen ist das bei meinem Captain mit dabei. Er soll nämlich als allererstes einen der Knights im Nahkampf binden. Sehr heroisch auf der einen Seite, aber auch gleichzeitig natürlich durch die Reduzierung der Attacken deutlich länger leben wie sonst. Der Chef und die drei Alarus-Terminatoren werden zusammen aufs Schlachtfeld teleportieren und sollen einen der drei Knights im Nahkampf zerstören. So die Hoffnung. Ich denke mal, dadurch, dass die jetzt die Attackenzahl reduzieren und die Alarus-Terminatoren mit ihren Energieäxten auch Zugriff auf schöne Stadtagents haben, um den Schadensabpunkt doch ein bisschen zu verbessern, stehen die Chancen nicht schlecht. Gerade wenn sie dann noch unterstützt werden von einem schönen Dreadnought, dazu später noch mal mehr, denn das Beste hebe ich mir zum Schluss auf. Und das wäre jetzt mal die Quintessenz oder sag ich mal der wichtigste Part meiner ganzen Strategie, dass diese Burschen in den Nahkampf kommen und möglichst gleich von Anfang an natürlich anfangen, hier völlig Knights zum zerlegen. Was ich noch mit dabei habe, ist ein normaler Custodian-Guardians-Trupp mit Schilden. Die sind einfach nur dafür da, möglichst lange zum Überleben. Denn tatsächlich, die Custodes haben noch ihren Dreier-Rettungswurf mit Schilden, im Gegensatz zu allen anderen Energieschilden, die Space Marines haben, die jetzt nur noch auf T4+ verwundet werden können, haben die Custodians immer noch ihren Dreier-Rettungswurf, was die meiner Meinung nach wahnsinnig toll machen. Und natürlich, klar, Knights, die Überlebenschancen von einem Trupp ohne Schilden ist es nicht allzu hoch. Und da war mir ein Trupp schon wichtig, dass ich den dabei habe, weil es ja immer noch darum geht, auch Missionsziele zu halten. Apropos Missionsziele halten,
Wer soll noch Missionsziele halten? Es sind diese netten Damen hier auf der Seite, die ich auch extra für dieses Spiel gebaut habe. Und zwar stellen diese Damen Sisters of Silence dar, die jetzt in der 9. Edition auch von jedem Custodienspieler direkt eingesetzt werden können, ohne dass die Custodienspieler hier auf ihre besonderen Vorteile verzichten müssen. Die gehören quasi einfach mit dazu, haben keine richtigen Vorteile, sind aber dafür sehr, sehr günstig. Und ich kann im Endeffekt für die Kosten ein bisschen mehr als einen Custodien, kann ich 5 dieser netten Damen aufstellen. Und brauchen wir jetzt nicht reden. Die können nicht viel, die haben nur Bolter mit dabei. Die werden mit Sicherheit keinem Knight Schaden zufügen. Aber das ist auch genau meine Hoffnung. Und zwar, dass sie das ganze Spiel über eigentlich komplett ignoriert werden, um einfach Missionsziele zu halten. Dafür sind die netten Damen da. Was ich noch mit dabei habe, ist ein Trupp Speerträger, also Custodian Guardians mit Speeren, allerdings die Forge World Variante mit einem aufgepflanzten Melter. Natürlich zählen die Knights genauso zu den Fahrzeugen und Melter verursachen sehr, sehr viel Damage. Und meine Hoffnung wäre, dass ich den einen oder anderen Lebenspunkt mit diesen Melterträgern noch wegkratzen kann und dann, ja, die Knights hoffentlich auch irgendwie zerlegen kann. Ich mache mir keine allzu großen Hoffnungen, dass ich im Beschuss recht lange gegen Knights überstehen werde. Dafür sind die Burschen einfach viel zu gut. Aber wenn ich mich langsam vorankämpfe und mir einen Knight nach dem anderen vornehme, erst ein bisschen ankratzen, Lebenspunkte wegziehen, dann im Nahkampf kleinkloppen, denke ich, hätte ich eine Chance. Ob diese Strategie letzten Endes auch funktionieren wird, werde ich erst auf dem Schlachtfeld sehen, weil ich noch nicht genau weiß, wie natürlich das Schlachtfeld aussieht und ob mir meine ganzen Ideen auch so ausgehen. Denn ein klein bisschen hängt es auch noch am Würfelglück mit an. Was habe ich noch dabei? Mein Telemon Lieblings-Dreadnought mit den Arachnus-Kanonen steht hinten, schießt nach vorne, soll letzten Endes eigentlich den einen oder anderen Knight ein bisschen ablenken. Der Bursche hat genug Toughness, genug Lebenspunkte, genug hohen Widerstand, um relativ lange zu überleben und kann auch relativ gut austeilen und soll einfach hinten stehen bleiben und nach vorne ballern. Dann habe ich noch mit dabei diesen netten Burschen hier. Wie ich gerade vorher gesagt habe, das Beste hebe ich mir zum Schluss aus. Und zwar, ich habe für dieses Spiel extra einen Achillus Contemptor Dreadnought mit aufgestellt, mit diesem netten Speer da oben drauf. Auf dem Speer aufgepflanzt ist eine Laserkanone. Ja, Custodians mögen es halt einfach groß. Diese Laserkanone hat natürlich das Standardprofil mit Stärke 8, verursacht D3 Schaden, ist klar. Aber das Wichtige an der ganzen Sache ist, dieser Speer verdoppelt die Stärke des Dreadnoughts. Das heißt, von Stärke 7 wird Stärke 14. Knights, hoher Widerstandswert gegen Stärke 14. Ich denke, der hat schon seine Daseinsberechtigung. Zumal er auch noch eine Sonderregel hat, dass in dem in der ersten Runde, wenn er angreift, nochmal mit Impelling Spear, einer Sonderregel, quasi einfach noch auf den Gegner zustößt und bei einer 4+ nochmal D3 Mortal Wounds verursacht. Damit sollte ich eigentlich schon die Knights langsam aber sicher zerlegen können. Ich meine, ich habe hier Damage Output, hier Damage Output, hier richtig Damage Output, hier ein bisschen zusammenschießen, hier ein bisschen zusammenschießen und tja, das wäre die Strategie. Erst ein bisschen zusammenschießen und dann im Nahkampf komplett aufräumen. Ich bin gespannt, ob mir das so hinhaut, wie ich mir das jetzt vorstelle. Und jetzt geht's zum Spiel. Bis gleich. Würfelbar schenkt dir ein Spiel ein.